attackiert Akis, die natürlich auch schnelle Hände haben wieder. Das Tor erzielen! Und der Dati sucht den Schläger von Corey Trivino. So gewollt, sieht man jetzt mit Sicherheit. Sucht genau den Schläger von Corey Trivino. Prima, das Trio mit der Geschwindigkeit des Keck mit dem Anschluss und Schritt zum 1:0 für Kassel. Laxon da noch mit rübergehen. Aber sie versäumen auch dann die Kontermöglichkeiten auszunutzen. Auf der anderen Seite, da ist das Tor! Klasse Abschluss. Müsste, glaube ich, Dominik Walsch gewesen. Best. Mit dem Anschluss, das Tor für Beuren, 1:1, genau das sind die Schüsse. Also 1:1 durch Jere Laxon. Nun ins Dritte gekommen, Bielplatz, da ist das Tor! 3:2! Durch die Hochträger von McCallum. Den sieht man anders, wer Frankfurt übernehmen will. Olsen mit dem Direktor. Und das Platz werden eben 1:1 in die Bauern. Im erneuten Screen. Gute Arbeit, die er da verrichtet. Und dann auch aus der Drehung. Der Regenbogen erstmal beantworten. Das war nicht optimal. Wie viel hier läuft. Und dann vor. Für Andrew Jogan. Und damit die schnelle Führung für die Gäste aus Regensburg. Jetzt gibt es den nächsten Quarter. Shandry läuft mit. Für Dackes. Für Dackes. Auf Shambri Tor. Treffer. Ja, Felser. Es kommt durch. Tor! Das ist der Treffer! Können wir uns vielleicht hier noch mal besser angucken. Saponari war mit dabei. Aber die Saponari ist es. Also. Lindberg. Der nächste Abschluss nochmal mit Olkamps. Wieder Tor! Jetzt sind es 2:5. Er räumt nochmal ab. Auch für ihn heute der zweite Treffer. Scalzo und dann von der Grundlinie.